Das ist Susi. Sie interessiert sich für Krankenhäuser und überlegt, wo welches Krankenhaus steht und wer das plant. Das ist die Aufgabe der jeweiligen Bundesländer, mit dem Ziel, eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Ebenso möchte Susi wissen, ob und welche Unterschiede es bei Krankenhäusern gibt. Unterscheiden kann man sie zum Beispiel nach Arten und Trägerschaften. Es gibt 4 Arten von Krankenhäusern. Plankrankenhäuser, diese sind im Krankenhausplan der Bundesländer aufgenommen. Vertragskrankenhäuser, welche einen Versorgungsauftrag haben, aber nicht im Krankenhausplan stehen. Universitätskliniken, die für Forschung und Lehre an medizinische Fakultäten angebunden sind. Und Privatkliniken, in denen nur Privatpatienten behandelt werden. In allen anderen Krankenhausarten werden gesetzliche, aber auch private Patienten behandelt. Die zweite Unterscheidung der Krankenhäuser sind die Trägerschaften. Diese sagen aus, wem das Krankenhaus gehört. Die frei gemeinnützigen gehören zum Beispiel der Kirche. Die öffentlichen gehören zum Beispiel der Stadt. Und die privaten, diese gehören Einzelpersonen oder Gesellschaften. Susi freut sich, weil sie verstanden hat, wer Krankenhäuser plant und nach was Krankenhäuser zu unterscheiden sind.